sehen heute Abend einen äußerst ungewöhnlichen Kampf wegen. Ein Boxer gegen einen Catcher. Der gesamte Erlös wird wohltätigen Zwecken zufließen. Jim, wie finden Sie das denn im Moment? Was hast du eigentlich in deinem Schädel? Läuft da noch irgendwas normal? Wieso? Da läuft eine ganze Menge normal. Das kann ich mir kaum vorstellen, denn wenn man gegen so einen Untäter antreten will, muss man schon einen unheimlich großen Gehirnschaden haben. Okay, ich habe Catcher gesehen, die waren größer als Dinosaurier. Bist du schon mal gegen Dinosaurier angetreten? Nein, die reißen einem ganz schön große Löcher in den Körper, mein Lieber. Der Weltmeister in Catch betritt jetzt die Arena und ich kann Ihnen sagen, es ist ein gewaltiger Anblick. Er ist völlig in Rot gekleidet. So tragen die ihn denn? Das ist eine Art zu gehen. Tut so viel für wohltätige Zwecke. Fange ich eben damit an. Okay. Hey, kann man sich hier irgendwo einen Bunker bauen? Was wird der Knabe so am Tag verbrüchen? So um die 202 Pfund. Mein Gewicht beträgt 202 Pfund. Und er ist der amtierende Weltmeister im Schwergewicht. Rocky Balboa. Wisst ihr, Jungs, das ist alles Spaß. Also lasst es locker angehen und bietet den Leuten eine gute Show. Du, hör mal, nach dem Kampf könnten wir doch ein Foto machen, wie ich dich in der Plastiktüte wegtrage. Pfeift dich! Ich werde ihn in zwei Teile zerbrechen. Du, Mickey, was mache ich denn, wenn der mich wirklich zerbricht? Okay, also das soll alles Spaß machen. Ja, schwäche bald vor. Ist also da, machst komische Gesichter und hüpfst ein bisschen im Ring rum. Du solltest dir mal einen Kompass besorgen, okay? Hör mal, warum tanzen wir nicht hier ein bisschen rum und geben den Leuten hier eine gute Show? Zuerst jage ich dich und dann jagst du mich, okay? Oh, ich hau dir jetzt mal was auf die Leber, einverstanden? Gut so? Geh nicht zu dich. Ah, wie ist das? Tut das gut? Und noch einen zur Probe. Nicht so dicht dran! Das ist jetzt absolut wild geworden. Auf um dein Leben! Das Leben ist Zahnfleischkopf. Steh auf noch! Na, steh auf, mein Junge. Jetzt kommen wir mit einer ganz neuen Sache. Okay, denk dran, wie wir aufgewachsen sind. Geh dem Kerl aus dem Weg! Oh, nein, 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 ich gebe nicht auf. Ich werde es doch nicht hinschmeißen, nicht wegen dem Fleischtopf. Vielleicht kann ich dir deine Moral nicht brechen. Auf jeden Fall kann ich dir dein verdammtes Kreuz brechen. Findet Daddy das lustig? Ja, natürlich. Geh auf! Ja, wo ist mein Kriegsbeil? Zwischen den Seilen bin ich der absolute König. Gib ihm doch endlich einer. Adrian! Rocky! Fang mich! Das ist unglaublich. Balboa ist soeben direkt in die fünfte Reihe gespitzt worden. Die Fans wären jetzt wirklich sauer. Irgendjemand muss dieser Sache ein Ende machen. Bin ich verdammt böse. Ich werde ihn wie einen dreckigen Lappen den Gang runterschleifen. Du Schwächling Balboa, ich werde dich schon erwischen. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Bist du okay, ist mein Herz? Oh nein, die Sicherheitskräfte sind schon versuchen, das Gemetzel zu schlechten. Zähne fliegen hier durch die Gegend. Schneid meine Handschuhe auf. Wieso, willst du schon aufhören? Komm schon, schneid meine Handschuhe auf. Das bringt kein Sicherheitsbeamter. Ich werde verrückt, das ist ein Zoo, das ist wahrhaftig ein Zoo geworden. Das wird hier aber jetzt sehr, sehr gefährlich. Willst du, dass hier einen Abschneiden? Nein, ist nichts. Bist du sicher? Jetzt sind die Mädchen in die Sache hineingeraten. Sie werden voll verrückt. Nicht würgen! Nicht würgen! Oh,
Serie. Und jetzt hat er ihn in einen unangenehmen Würgegriff. Bist du da draußen so wild geworden, hä? So wird das Spiel nun mal gespielt. Sag mal, wie wär's denn mit dem Foto von uns beiden Hübschen, hä? Ja, okay. Adrian, komm doch mal hier rüber. Das ist meine Frau Adrian und das ist mein Junge, das ist Thunderlabs. Ja, rück schon ab. Okay, so, gut. Oh, weißt du, manchmal tut Wohltätigkeit wirklich weh.